Ein neuer Monat und ein neues Meta? Nicht so ganz. Heute haben wir uns zusammengesetzt, uns einmal die besten Decks im Format anzugucken. Und ich denke mal, wir werden mit dem besten Deck im Format anfangen. Und das ist einmal Tier Shizu. Nicht wirklich überraschend ist das das Deck to Beat. Ich habe es extra nicht mehr zu T0 gepackt, denn mittlerweile haben die Leute angefangen, auch viele andere Decks zu spielen, um das Deck zu countern oder halt dagegen zu spielen. Deswegen ist es vielleicht nicht mehr das Tier 0 Deck mit der Repräsentation auf den größeren Events, denn wir werden jetzt noch eine YCS haben, also nicht wir, sondern Amerika, also nicht für uns. Und es gab ein paar Regionals, wo das Deck wirklich viel gespielt wurde, aber nicht zu dem Level, dass man wirklich sagen, Tier 0, das Deck ist nur das, was gespielt wurde, denn wir haben nicht mehr diese 70% Hürde erreicht, dass es wirklich halt so krass viel gespielt wurde, weil die Leute so ein bisschen wegdriften von diesem Deck. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach keinen Bock mehr drauf haben. Das wäre so meine Vermutung. Aber ist auf jeden Fall das Deck to Beat das beste Deck im Format, ohne Frage. Das Deck, wie im letzten Format, was das countern kann, ist natürlich Fluwandaries. Und deshalb ist es definitiv auch ein Tier 1 Deck. Es ist genau gegen das Deck ausgerichtet, dass ihr damit halt wirklich gewinnen könnt. Ob das jetzt ein gutes Deck ist, andere Sache. Es ist gegen viele Decks im Format, aber ein sehr solider Pick. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Tier 1 Deck, was auch den Namen Tier 1 Deck verdient hat. Es ist gut, es ist solide, es ist semi-konstant, sag ich mal so. Denn wenn es die Map zieht und halt ein Monster, ist das richtig gut. Wenn es eins von beiden nicht hat, ist das weniger gut, aber immer noch spielbar. Das nächste Deck wird viele wahrscheinlich nicht überraschen, mich auch nicht unbedingt. Es ist einmal Naturia. Aber damit meine ich Naturia, Ishizu, Runic-Variante mit den Vernazerf-Karten. Also diese ganze Kombination an verschiedenen Engines in einem Deck zusammengepackt. Denn das Deck ist gegen T-Ishizu ganz solide. Nicht der beste Pick gegen T-Ishizu. Aber zumindest alle anderen Decks, die sich auf T-Ishizu vorbereiten, werden von dem Deck ziemlich hops genommen. Denn das macht halt nichts mit Licht- und Finstersmonster im Friedhof. Deswegen ist das ein ziemlich solider Pick, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr T-Ishizu schlagen könnt und ihr denkt, okay, ich möchte die Decks countern, die nicht T-Ishizu sind. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen populärer, weil weniger Leute T-Ishizu spielen. Könnte ich mir also vorstellen, dass wir das auch sehr, sehr weit oben sehen, denn das ist ein unglaublich gutes Deck mit sehr viel Flexibilität, was die Karten im Main-Deck angeht. Nicht so, was ihr spielen könnt, sondern was die Karten tun können für euch. Und das letzte Deck ist natürlich Sprite. Das ist meiner Meinung nach der beste Pick gegen T-Ishizu, denn ihr könnt in einem Deck extrem viele Nicht-Engine-Karten oder Non-Engine-Karten spielen, die wirklich halt genau gegen T-Ishizu funktionieren könnt. Ihr könntet Crow und 9 Büsse spielen, also ihr hättet 12 Karten, die genau dagegen funktionieren und könnt beispielsweise noch Skullmeister und Bell spielen, die wirklich halt komplett das T-Ishizu-Deck hops nehmen können, weil ihr habt den Space. Ihr braucht wirklich keine anderen Karten gegen dieses Deck, dafür habt ihr den Space. Allerdings ist das natürlich dann gegen andere Decks wieder schlechter, das heißt, man muss eine kleine Balance finden zwischen T-Ishizu und halt den anderen Decks. Ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Pick für das aktuelle Meta. Ein Deck, was aktuell sehr viel gespielt wird, ist Despia, weil wir auch den neuen Support in den nächsten Hauptset erwarten. Das wird auch gut, das Deck ist auch ziemlich solide, nur wir haben gesehen, das Deck wird jetzt häufiger gespielt. Aber es toppt nicht unbedingt mehr. Das ist kein gutes Zeichen für ein Top-Deck, wenn das mehr Leute spielen, aber nicht so viele Leute damit toppen. Aber, und das möchte ich erwähnen, das Deck ist ultra scary. Ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr dagegen spielt. Das kann euch richtig hops nehmen. Es ist vielleicht nicht das beste Deck im Format, aber es kann ein Board aufbauen, was euch echt nerven kann. Je nachdem, was ihr Deck spielt, wenn ihr zum Beispiel Sprite spielt und da liegt ein Dracus Abelia, habt ihr echt ein Problem, denn ihr könnt halt nicht unbedingt alle eure Plays machen, die ihr machen wollt. Nur mal kurz als Information für euch. Und Mirror Jade ist natürlich immer noch eine krass gute Karte, muss man einfach mal so sagen. Und die Büsse-Karten helfen natürlich dem Deck besonders, weil die nicht nur Tragedy im eigenen Friedhof triggern können, sondern weil das gegen T-Ishizu an sich ganz okay ist. Und eine Karte zu ziehen, um was wieder zu zerstören, ist halt gar nicht so verkehrt. Also die beiden permanenten Karten, also Spell und Trap. Ziemlich interessante Deck-Variante. Dann haben wir noch einmal Thunder Dragon. Ich habe es jetzt wieder in Tier 2 runtergepackt, weil das einfach nicht so erfolgreich war. Es ist immer noch ein gutes Deck, auch wenn ich es halt lange nicht so sehen wollte. Es wird aber aktuell auch nicht so viel gespielt
und es erreicht nicht so viel. Und das gleiche gilt übrigens auch für das nächste Deck, was jetzt kommt. Und das ist einmal Dragon Link. Wir hätten ja erwartet, dass Dragon Link mit den Büstekarten so richtig ausrasten wird. Ich habe bei letzten Zielen schon gesagt gehabt, dass das First Board von Dragon Link ziemlich gut ist. Wenn es aber nicht First geht, ist das halt nicht so gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Downfall von dem Deck, dass es halt einfach nicht so krass performt, wie es eigentlich performen müsste, damit das mehr Leute spielen. Das letzte Tier 2 Deck ist immer noch Pendulum. Best Deck, let's go. Das Meme wird, glaube ich, nie alt. Das Draco Slayer Deck, also jetzt nicht Endymion. Ich habe jetzt mal Endymion als Postermonster für Pendulum genommen. Es ist das Draco Slayer Deck. Und das Draco Slayer Deck ist echt gut, weil es halt nicht gegen die ganzen Karten verliert, gegen die anderen Decks verlieren. Es macht nichts mit dem Friedhof, es kann theoretisch Shifter im Main-Deck spielen, wenn ihr wollt. Es macht sehr, sehr viele Sachen und es kann euch relativ einfach OTK'en. Aber es hat ein paar Schwächen, was die Consistency angeht, habe ich das Gefühl. Denn wenn ihr Second geht, müsst ihr echt viele Karten ziehen, die genau dafür sind, dass ihr halt durchspielen könnt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem von dem Deck. Aber es ist ein gutes Deck. Also aufpassen, ihr müsst mal ein paar Dragonfly-Karten lesen. Die sind ziemlich gut. Und ein Deck, was sich Necro Valley suchen kann, ist im aktuellen Format keine schlechte Idee. Haben wir einmal in T3, ich mache es ein bisschen kürzer, ältlich, ein solides Stun-Deck. Ihr könnt Flatgate spielen, wie ihr wollt. Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben Marincis. Es verliert nicht gegen die ganzen Mystic-Karten. Es ist ein solides Deck. Das Bossmonster ist ganz okay. Nur wenn der Field Spell geht, habt ihr ein Problem. Aktuell werden nicht so viele Spell Trap Remover gespielt. Deswegen glänzen also Decks wie Eldritch Marincis ist halt da ganz gut. Das gleiche gilt übrigens auch für das Plant Deck. Ziemlich gutes Deck. First Time Board. Das zu brechen, schwierig. Allerdings in die Plays reinzukommen, ist gar nicht so schwierig, wenn ihr die richtigen Karten habt. Ihr braucht nur das neue Monster, um in die Plays reinzukommen. Aber wenn euer Gegner euch das klaut, habt ihr ein Problem. Das heißt, wenn ihr First geht und der Gegner schafft es, irgendwie einen von den Shufflern hier zu bekommen, macht ihr nicht unbedingt so viel. Ihr könnt theoretisch weiterspielen, das kommt auf eure Hand an, aber ihr macht nicht so viel. Deswegen ist das ein gutes Deck, was aber nicht so viel reißen wird. Dann haben wir noch einmal Sword Soul. Meta-Deck der vergangenen Tage. Ein ziemlich solider Pick. Wenn ihr mich fragt, es kann sehr, sehr viele Sachen machen. Das Witzige bei dem Deck ist, dass das Synchromonster triggert, wenn die Büstekarten was banishen. Und ihr könnt auch die Büstekarten im Main-Deck spielen. So könnt ihr einfache Baroness machen zum Beispiel, wenn ihr halt einen Tüter-Token aus Feld kriegt. Ist also gar keine schlechte Idee, das zu kombinieren. Clash natürlich ein bisschen mit den Tenji-Monstern. Aber es ist trotzdem eine Überlegung wert, das zu machen, weil ihr mit dem Deck dann wirklich mehr tun könnt. Und ein Deck, was ich das letzte Mal komplett ignoriert habe, ist einmal das Stun-Deck. Natürlich jetzt nicht mehr mit Mystic Mine, aber mit den ganzen Runic-Karten, die auf Deckout gehen. Denn es gab, warum auch immer, eine Deckliste mit Messenger of Peace, die auf einmal gut geworden ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber die Leute spielen nicht mehr so viel Back-Removal. Gleiche Begründung wie bei Marincis und bei Eldritch. Dadurch wird dieses Deck halt besser. Könnt ihr so nehmen, wie ihr wollt. Ich glaube nicht, dass es ein unglaublich gutes Deck ist, aber in einem Format, wo viele Karten aus dem Deck millen, ist das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, sich ein Deck zu überlegen, was noch mehr Karten vom Gegner wegnehmen kann. Können wir einfach mal so festhalten. Ist ein solides Deck. Decks mit viel Potenzial ist immer noch Kashtira, denn die Leute freuen sich drauf, die Leute sind hyped auf das Deck. Das heißt, wenn die neuen Karten rauskommen, wird das Deck auch gespielt. Die Leute werden jetzt auch schon anfangen, damit zu testen, mit dem, was aktuell da ist. Und wenn es dann weiterspielen, wenn der neue Support da ist. Allerdings ist das halt aktuell nicht so gut. Ein Deck, was komplett enttäuscht hat, ist einmal Dark World. Ich glaube, dass Dark World selber halt gar nicht so schlecht, aber ich glaube, dass die Leute noch nicht das Deck gefunden haben, worin die wirklich halt richtig gut ist, welche Deckstrategie wirklich funktioniert. Und ich glaube, die Shizu-Karten helfen noch nicht unbedingt, dass das Deck wirklich gut ist. Ich glaube aber, wenn wir Shizu nicht mehr haben, oder nicht mehr so stark haben, dass das Deck für deutlich mehr Schaden sorgen kann, als wir das jetzt vermuten. Ich setze auch Mama Dolce nicht competitive rein, obwohl ich ein paar Listen gesehen habe, die ganz gut aussahen, aber jetzt vielleicht nicht so krass sind, aber die sahen nicht schlecht aus. Das Hyrus-Deck packe ich auch mal hin. Der Hype, nachdem der FTK vorhanden war, ja, der FTK funktioniert, der ist auch relativ konstant mit dem Skip den Turn, lässt sich aber relativ einfach interrupten und dadurch, dass mittlerweile sehr viele Sprite-Listen, viele Handchips wieder spielen, ist das wieder weniger gut.
Und dann haben wir Sachen wie Alter Geist, Exorcist, packe ich auch mehr rein, ganz hier vorne, weil, ganz ehrlich, spielt einfach ein besseres Deck, spielt Flander. Meinetwegen, wenn ihr was gegen das Meta spielen wollt, spielt ein anderes Deck. Heroes kommt auch hier rein, genauso wie Mavmec. Splash Runic, obwohl es echt kein schlechtes Deck ist, kommt auch trotzdem hier rein. Und Salah und Striker. Ja, das war meine Zielliste für das Format im Januar 2022. 2023, Mensch. Frohes Neues an euch alle. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.